Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of Val. Ja, ich habe wieder ein bisschen MF gemacht mit einer Zauberin, die ich wahrscheinlich auf Arc und Spelltoten, Stormcast kriegen will. Ein bisschen noch Spelltoten, weiß nicht, was ich nehmen soll. Und ja, wahrscheinlich Deckertoten oder so zu unterstützen. Weil ich mache sie auf Glass Cannon, genau jetzt das. Und ja. Die ist noch recht gut und auch schnell. Mal schauen, wie sie sich so entwickelt. So, wir haben hier Poison Arrow, wir haben Punktur. Nehmen wir mal mit Punktur. Besten hier fast Projekt dies, aber das ist jetzt ein bisschen zu hochlevelig, um es zu tragen können. Haben wir sonst noch? Hier haben wir sonst noch eins, aber Level 15. Okay, ich denke, wir haben sowieso zu wenig Mana, um ein Support-Game zu tragen. Schauen wir mal. Wir haben hier noch Mana. Sonst eigentlich nur hier unten und hier. Wir wollten ja physisch Schaden machen und eigentlich gerade nach unten zu den Damage Overtime. Dann müssen wir hier runter, darüber. Also gibt es keinen Mana hier in der Nähe. Nur dann unten hier. Okay, hier haben wir Mana auf der Kill. Das können wir vorläufig killen. Und sonst, ja, nichts. Also wir sind in Prisoner's Gate, genau. Haben wir dann einen neuen Skill ausprobiert. Den Q. Das laggt ein bisschen. Was ist denn jetzt los? Mist, Fraps verträgt sich mit Path of Exile ja nicht so. Vor allem am Start nicht so. Aber jetzt ist es wieder besser. Okay. Wie wär's mal mit dem Punktur? Punkturbrett. Ja, also wenn der Charakter nicht so gut geht, aber das sollte eigentlich gut gehen, dann können wir auch einen Shockwave-Toten-Skill machen. Der haut dann wirklich rein. Da haben die Gegner eigentlich keine Chance mehr. Ja, mal schauen, was wir so Bock haben. Bisschen Abwechslung ins Let's Play bringt auch ein bisschen was. Mal schauen. Aber ich will eigentlich einen Charakter zeigen und die anderen einfach auf Topic zeigen oder im Livestream, aber ja, der kommt ja noch nicht. Weiß noch nicht kann. Weil alle Programme, Livestream-Programme sind natürlich noch shitter als Aufnahmeprogramme. Dass nichts anständig geht, dass ich warten, bis ich eine neue Grafikkarte leisten kann. Und dann können wir es machen. Vielleicht neues Internet wäre auch noch gut. Wow, leck das. Hey, ich fühle mich gerade sehr schikaniert. Ja, toll. Seht ihr, kam. Da regt man sich einfach nur auf als Let's Player. Wenn das Aufnahmeprogramm nicht mal funktionieren kann.
geht relativ gut, der Bock macht Schaden. Ich bin leider manchmal eben ein bisschen unwissend nach einer langen Aufnahmepause. Für euch ist es ein Video, bei mir ist es mehrere Tage. Und darum kann ich da nicht immer sofort wieder alles checken. Also, aber ich hab's langsam wieder. Also Path of Exile ist jetzt fast bei den Fans beliebteste Video. Und da möchte ich auch ein bisschen mehr Path of Exile zeigen. Mal ein bisschen Punkturen. Also die meisten Schaden. Gut. Das ist schon krass, dass Punktur, wenn es noch nicht richtig geskillt ist und so, am meisten Schaden schon macht. Also der wird extrem stark, der Punktur-Skill. Dann noch Damage over Time. Über Support Games nehmen und Change of Flee. Und wir sind dann unhaltbar. Leider ist ein bisschen langsam, ist relativ langsam ein Ding, aber wir machen ja sehr viel Attack Speed. Geht das schon. So, jetzt gehen wir hier runter. Dexterity. Geht links durch. Schauen wir mal. Lol, die Desync-Probleme sind auch ein bisschen heftig. Die haben das immer noch nicht hingekriegt, dass der Server ohne Desync läuft. Ja toll, hier hat es gar nichts. Aber eine Strongbox. Ja, Rain of War Arrow ist schon richtig stark, aber mit der Zeit, also wenn wir vor allem auf AOE Damage machen, also mehr Reichweite, wird es nicht mehr so gut, weil es nicht mehr so gut trifft. Ich finde es schade, dass der Damage runtergeht, wenn die Reichweite hochgeht. Wieso? Macht doch mehr Pfeile, baut doch mehr Pfeile ein, dass die dann automatisch mehr Pfeile bekommen. Ah, falls ihr es schon mitbekommen habt, ich habe mal gepostet in meinem Kanal, dass ich jetzt in der GED Officer bin. Hier ist der Beweis. Der GED geht es nicht so gut, weil die meisten jetzt Diablo 3 spielen. Ich spiele einfach beides. Ja. Und ja, jetzt schaue ich mal ein bisschen auf die GED, vielleicht kommen dann wieder mehr Leute. Das ist momentan nur eine online, schade. Schon wieder eine Chromatik, aber die droppen wie Sand am Meer. Früher hatte ich immer Probleme mit die zu finden vor dem Sacrifice of War Patch. Das laggt schon wieder so extrem. Ich will mich getrollt. Oh je. Ja, und gestern war die große Vorschlacht im Regnum. Champions of Regnum. Hui, hat Spaß gemacht, unbedingt das Video schauen, wo ich zuletzt hochgeladen habe am, es ist heute 29. Das ist mal eine Schlacht, zwar ein bisschen langweilig, weil sie keine richtige Gewinne gehabt haben, aber ja, und ich habe sie leider nicht ganz erwischt, weil alles geleckt hat. Der ganze Server hat geleckt von dieser Schlacht. Auch mein Aufnahmeprogramm hat natürlich auch dort geleckt. Oh, dieses scheiß Fraps. Ja, so kann man nicht so gut aufnehmen. Auch nicht spielen. Ich weiß nicht, was los ist. Da muss ich nochmal schauen. Vielleicht hat Skype wieder die Probleme. Fraps. Da muss ich kurz.
So, jetzt sollte es gehen. Ja, es geht eigentlich auch. Toll, bravo. Ich muss jetzt jedes Mal Skype beenden, um aufzunehmen. Wieso könnte ich euch nicht vertragen? Wieso? Es ist doch nur Skype, was ist denn los? Da fühlt man sich wirklich verarscht. Seht ihr, es geht alles flüssig. Also bitte, geht doch. Oh je. Life and death live side by side. This is a strange land. A strange land. Ich mag die gelben Schüsse besser als die grünen Schüsse mit dem Skin. Stuck fast. Ja, ja, Stockfast. Sagt deine Großmutter. Also gehen wir in die Höhle. Eigentlich haben wir genug Mana. Was ist, wenn ich jetzt hier Punktur Skill reinmache? Habe ich immer noch genug Mana? Okay. Das ohne Clarity. Nicht schlecht. Ja, toll. Weg da. Aber... das Ding sieht schon noch heftig. Punktur. Mana. Ich habe keine Chance und der verblutet sowieso dann. Ariel, die Meerjungsfrau. Bla. Kaputt. Ja, aber kaputt gehen. Hier ist nichts. Rain of Arrow. Tralala. Trollololol. So, haben wir hier was? Ich will die Höhle finden. Die Höhle will ich finden. Ach, ich hab doch keine Chance, haut ab. Das ist unfair. Ich liebe Punktur. Schön laufen. Laufen, Punktur, wirkt da am besten. Ja, ja, verblute nur. Punktur, bei Risiken und Nebenwirkungen konsultieren Sie die Tötungsmaschine oder Ihren Apotheker.